zu einem neuen Video. Und heute reagieren wir auf kasachische Musik. Kasachische Musik, oder nicht? Wie auch immer. Auch genannt K-Pop, anscheinend, habe ich so gelesen. Und ja, wir wollen uns heute zwei Gruppen anschauen. Eins davon ist 91 Ayama. Wir schauen zwei Gruppen an. Ja, und danach eine Girl Group. Okay. So, dann fangen wir an mit 91. Bereit? Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich werde gerade gezwungen. Nein. Sag doch sowas nicht. Okay. Das Setting gefällt mir. Aber der Hut ist interessant. Ja. Das fand ich cool. Ja. Am besten bleiben wir lieber jetzt so. Ja, ganz rechts, Alter. Der hat voll den coolen Kunden. Ja. Die haben ein krasses Seil auf jeden Fall. Super, hey. Der Drop ist auch geil. Die Sprache ist ungewöhnlich halt. Oh, das sieht aber schon richtig Dings aus, ne? K-Pop-mäßig, ne? Aber es erinnert sich das. Ja, nee, solche Ex-Video nicht. Oh. Monster, ne? Ja, ne? Oh, der Didi! Sprache ist gewöhnungsbedürftig. Ja, aber es ist halt immer so eigentlich. Ja, aber ich kenne auch mal. Ich will also tanzen. Das Setting gefällt mir. Das ist ungewöhnlich. Das ist komplett weiß, ne? Das gefällt mir. Der Beat ist auf jeden Fall nice. Das muss man auf jeden Fall gestehen. Gibt es einen Hintergrund, warum das so ist? Vielleicht gibt es ja so einen Insider. Ich glaube, das hat auch eine Story, aber ich verstehe gerade die Story hinter dem Video nicht. Vielleicht könnt ihr es ja drunter schreiben. Das wäre nice, ja. Ja, wir haben den kasachischen GD gefunden. Ja. Der ganz dicke sieht auch voll links aus, ne? Ja. Ich finde den Hut aber immer noch sehr. Ja, irgendwie. Ja. Zu groß. Ja. Das war's. Ja, interessant, ne? Also. Ich sag mal, es ist gewöhnungsbedürftig, aber das Video war schon. Also, das Musikvideo war nice. Der Beat war, fand ich auch ganz cool. Die Choreo war. Genau, der Part war die, gut. Die Choreo fand ich am besten. Da, wo sie getanzt haben, fand ich es ja, echt gut eigentlich. Die Choreo fand ich am geilsten. Die Sprache ist halt was komplett Neues. Ja, wieder. Aber es ist gewöhnungsbedürftig. Ja. Ansonsten, insgesamt, war es ganz okay. Okay, war es okay. Ich guck mal vielleicht auch andere Songs von denen, aber.
wenn es so drauf ist, wie in dem Video, wenn der Beat geil ist, warum nicht? Die nächste Gruppe heißt Yuzim Tandai und das ist eine Girl-Group anscheinend. Yuzim. Oder Yuzim. Mach mal drauf. So, vielleicht könnt ihr es ja sagen, was, wie man es ausspricht. Bubble Tea. Das ist der Song. Tandai. Tandai, okay. Das wird schon mal sehr aggressiv, oder? Kann echt geil werden, habe ich das Gefühl. Ich finde den Start auch in den Songs sehr eigen. Oder düster eigentlich auch, ne? Der war irgendwie das auch düster. Der hat eine geile Stimme. Wie war das eigentlich vorher bei der anderen Gruppe nochmal? 5 oder 5? Schon mal 2 Member. 3. Die sieht cool aus mit den Haaren. Ja. Also die Stimme auch? Auf jeden Fall. Wow. Die Stimme? Ihr Körper auch, ne? Sind das jetzt alle Member? 6. Tanzen können die auf jeden Fall gut. Naja, ich erwarte mit Choreo. Aber ich muss. Das ist ein geiles Outfit mit dem Schwert. Was ja. Willst du sagen? Ich wollte sagen, die Outfits sind cool. Ja. Okay, die ist cool. Das ist so das Bad Girl in der Gruppe, oder? Wahrscheinlich. Was ist die Hip-Hop? Hip-Hop schon da. Die hat eine schöne Stimme. Ich glaube, die haben auch Rapper und Vocalisten. Die Vocals sind. Das ist nice. Ja, die auch am Anfang war sehr gut, finde ich. Die da, oder? Oh ja, die mit den kurzen Haaren ist richtig gut. Irgendwie hat die. Die hat voll die geile Ausstrahlung, die mit den kurzen Haaren. Ja. Jetzt, oh, das ja, habe ich das erwartet. Geil. Okay, die Choreo ist geil. Die Choreo ist geil. Die Vokalisten sind echt stark, finde ich. Ja. Ich frage mich, ob das auch so Songs für einen Film sind oder so. Es wirkt ein bisschen so. Die hat die coole Haare. Von Neon. Ja. Hast du gemerkt, die Kurve ändert sich ja. Ja. Bei dem. Drops, ne? Wow. Die haben auch voll den geilen Bass. Hey. Was ist denn Black Card? Traum. Cool. Juicy. Ey Leute, ihr müsst mehr über die erzählen. Die waren echt interessant, fand ich. Ja, ich fand. Ich weiß nicht. Ich fand die Choreo von der Boyband auf jeden Fall geil. Obwohl. Ich weiß nicht. Choreo fand ich auch besser vom ersten. Aber bei der zweiten Gruppe, also bei der Girl Group, fand ich es geil, dass die so gewechselt haben. Ja, das stimmt auch. So auch einfallsreicher, ja. Kreativer. Ja. Die Vokalisten fand ich beim zweiten, also bei Girl Group fand ich die echt stark. Ja. Ich habe auch so viel stärker. Ich muss echt sagen, ich habe auch Gänsehaut bekommen zwischendurch so von der Stimme so. Und ich fand die Ausstrahlung von der Girl Group besser als die von der Boy Group. Ja. Aber was bei den beiden gleich ist, ist, dass es düster ist. Ja, stimmt. Richtig düster. Ja. Und es klingt beides so, als wäre es für einen Film, finde ich. Das kann sein. Das Gefühl hatte ich jetzt nicht so, aber. Vor allem beim ersten hatte ich das Gefühl, dass es so für einen Filmsong war. Okay.
Ich weiß nicht. Irgendwie kann ja sein. Könnt ihr es ja gerne in die Kommentare ja schreiben. Ansonsten ja. Ich fand es insgesamt ganz gut. Ganz okay. Kann also Musik gehen. Aus Kasachstan fandest du insgesamt? Ganz okay. Gewöhnungsbedürftig erstmal, ja, natürlich in der Sprache, ja, aber ja, die Melodie, Beat, alles mögliche, hat eigentlich, war cool eigentlich. Ja. Vor allem der das Video auch. Die Videos ja waren auch ja nice. Das ja. Also, ja, falls ihr mehr Reactions wollt zu kasachischen Musik oder auch andere Q-Pop. Dann schreibt es gerne uns in den Kommentaren. Wenn es euch gefallen hat, like. Und wenn ihr K-Pop-Content sehen wollt. Hey, ich habe auch K-Pop-Content. Ja, okay. Aber ich mach was. Ich mach nur K-Pop-Content. Ja. Also, checkt mich einfach auf jeden Fall einfach mal ab und abonniert mich einfach und. Mich auch! Das könnt ihr nachher machen, aber abonniert mich lieber. Okay. Bei mir gibt's nur Quality Content. Oh, wow. Vom Feinsten. Einfach nur Quality Shit. Aber egal, das soll es jetzt gewesen haben. Bewertet das Video. Und natürlich mit einem Daumen nach oben. Und abonniert ihn, abonniert mich, kommentiert und schreibt mal ein paar Vorschläge in die Kommentare, ne? Genau. Jetzt habe ich dir alles weggenommen von der Moderation, ne? Ja, dankeschön. Ja, gerne. Bis zum nächsten Video. Tschüss.